So, passt auf. Dann würde ich sagen, schallern wir mal rüber. Moment mal, wo ist denn jetzt hier? Ah, es ist so riesig. Hallo! Freunde! Also, Freunde, wir machen das schon zum dritten Mal, aber ihr habt bestimmt ganz viele Fragen, aber ich glaube, die offensichtlichste ist, wer ist dieser gelbe Mann hier? Hi, viele schreiben es auch schon, Nino. Hi, ich bin auf Twitch und YouTube überall Citronino. Man kennt mich vielleicht auch aus dem Chat. Ich schaue Hübi seit 5 Jahren oder so. Zu lang. Ja. Naja, ich spiele Competitive Mario Kart, organisiere mal wieder das Turnier mit. Bin zu Competitive gekommen durch Hübis K.O. Battles damals. Alter, brutal, die waren krass, die waren heftig. 2019 Advents-K.O.-Battles, jeden Advent gab es immer einmal K.O.-Battles und irgendwie, ja, hat es mich dann gecatcht, besser in dem Game zu werden und jetzt sitze ich hier mit dir und wir kommentieren ein wunderbares Mario Kart-Turnier. Das sind die Regeln, alle gegen alle, also keine Teams, ganz normales Mario Kart, wie ihr es kennt. 24 Spieler, 2 12er-Raums, aus beiden Räumen kommen die Top 6 weiter, die spielen dann nochmal in den Finalraum. Und da dann die Top 3, jeweils mit dem Preisgeld, was ihr seht. Auf 150 CCM, alles ist erlaubt. Ne? Wenn ihr Bewegungssteuerung anmachen wollt, macht Bewegungssteuerung an. Wenn ihr Schlausteuerung anmachen wollt, macht Schlausteuerung an. Wir disqualifizieren euch nicht. Wir haben da eh keinen Bock drauf zu achten. Selbst wenn, aber... Und wir starten natürlich mit Gruppe 1. Und das ist folgende Gruppe. Boah, es geht schon los, es geht schon los. Kann den Kuhweide. Ach du Scheiße. Okay. Der will hier noch mit dem Pilz wahrscheinlich noch einen Spot klauen. Ja. Oh, kriegt die Green Shell ab. Aber er hat den Schwimm zum Glück noch nicht genutzt. Er hat den Schwimm zum Glück noch nicht genutzt. Das heißt, er konnte noch schnell... Er hat noch 6. Platz. So, und jetzt müssen wir mal ganz fix hier schauen. Sepp oder ein. Mystaxu auf der 10. Walnuss auf dem letzten. Walui. Ey, aber deiner hat meinen Favoriten. Ja, Mystaxu. Du, es geht all the way up, Bro. So, Team T-Beat auch eher eine kürzere Strecke, ne? Ja, auch eher eine kürzere Strecke. Und wenig Hindernisse und alles. Also hat ein paar Abkürzungen, hat ein paar Krabben natürlich, in die man... man reinfahren kann. Jetzt schauen wir mal. Z-Snipe auf der 1 setzt sich ab. Sepp auf der 2, der gerade eben noch auf der 9 war. Mystaxu auf der 3! Stern auf dem 3. Stern, das ist super gut. Das ist so stark. Vielleicht kriegt ihr den noch sogar. Vielleicht kriegt ihr den noch. Probieren jetzt auf noch ein schöner Green Shell. Ah. Oh, ey, aber GG. Sepp auf der 1, Z-Snipe 2, Mystaxu auf der 3. Xeter letzter. Oh, zweites Rennen vorbei und mein Puls ist wieder auf 400, Mann. Ne? Sind hier gute Spieler drin, auf jeden Fall. So, aber wir sehen jetzt Haupi zum Beispiel stehen geblieben, um gute Items zu bekommen. Also es ist ja auch, das ist ja Bagging oder Baggen ist ja die Taktik. Genau. Erklär nochmal ganz kurz für Anfänger, warum bleiben Leute, oder jetzt auch Haupi, ne, bleibt stehen, gibt kein für Gas. Extra Münzen, was passiert da? Diese Leute wollen vor allem auf so einer Karte wie Mario Kart Stadium, wo es weniger Münzen so overall gibt, vor allem Münzen sammeln erstmal und dann mit guten Items nach vorne kommen. Es gibt ja auch auf der Karte den sogenannten Motion Glider mit Bewegungssteuerung, mit dem man richtig schnell in Runde 3 ins Ziel fliegen kann. Und das ist halt so eine Sache, man kann halt vor diesen Glider mit dem Kugelwilli fliegen und dann noch diesen Motion Glider machen. Und das ist halt so stark. Kugelwilli jetzt hier im Item und den Stern noch hinterher. Meister, du musst jetzt hier noch irgendwie Gas geben. Holt sich hier nochmal das Doppel-Item. Zündet hier seine Pilze noch durch, kann relativ entspannt durchkommen und sichert sich hier ganz chaotisch den 5. Platz. Ey, der Typ ist eine absolute Maschine. Wir haben gesehen, Z-Snipe ist gerade so an ihm vorbeigeschossen, komplett. Ja. Man würde meinen, das ist Lag, aber das war dieser Motion Glider, den er gemacht hat. Naoki nur 7 Punkte und Walnuss 12. Aber wir haben einige Booster-Strecken drin. Und wir Berlin. Athen. Das aussieht Brandenburger Tor. Es ist die Akropolis. Ja. Oh, ja. Na komm, es sieht wirklich ein bisschen aus wie Brandenburger Tor. Komm. Was sind Besonderheiten auf Athen? Was zeichnet die Strecke aus? Sie ist sehr dreidimensional. Man geht sehr viel hoch, sehr viel runter. Dadurch hat man halt sehr viele Blindspots auch, so wie zum Beispiel hier, wo halt dann eine Bombe liegen kann und man kann nichts machen, weil man es halt nicht sieht, weil man halt direkt reinfällt. So. Sie hat sehr wenig Münzen. Oh, die Banane! Oh, da hatte ich gerade physische Schmerzen in meiner Brust. Das war vor allem, das war ein Spieler vor ihm, der die hätte legen können. 5. Rennen, Rainbow Road N64. Auch keine spektakuläre Strecke, ne? Wir könnten mal zu Z-Snipe kurz gehen. Wir gehen zu Z-Snipe. Weil er wird jetzt hier seine Schlausteuerung rausholen. Du wirst nicht qualifiziert, Bro. Disqualifiziert? So, nee, da ist die Schlausteuerung an. Und jetzt pass auf. Okay. Er driftet jetzt gegen die Wand einfach. Okay, okay. Lädt den gelben auf und fährt hier so richtig so zack, zack. Was zur Hölle ist Trade das? Den zweiten raus, kriegst du mal die Coin. Boah, wie nah der an der Kante ist. Ja. Oder dann stirbst du ja 1000 Tode. Sepp an mit dem Windschatten. Ja. Und eine wichtige Sache an der Strecke. Mhm. Es gibt sehr wenig Münzen auf der Strecke. Hast du dir gemerkt. So.
Polar, wieder keine Boosterpass-Strecke. Ja. Just saying. Gibt es etwas, was man über die Strecke wissen sollte? Besonderheiten, Tricks, außer jetzt mal die Abkürzung? Das Coolste an der Map ist, dass es halt immer diesen Split-Path gibt. Es gibt halt immer zwei Wege. Und du kannst halt sehr oft, so wenn du siehst, jemand fährt vor dir in der Bombe, okay, ich fahr auf den anderen, jemand hat vor mir drei grüne, ich fahr auf den anderen Weg. Das ist wie auf, der Autobahn, wenn der eine permanent die Überholspur blockiert, überholst du einfach rechts und ja, so. Genau. Ja. Aus dem Weg! Sehr krass, jetzt sag ich mal, so einen von dir als Schwäche eingeschätzten hier auf der 1 zu sehen. Ich habe ihn nicht als Schwäche eingeschätzt, nur die anderen als stärker. Nein! Avengers, boah. Avengers! Naja, um es netter auszudrücken. Hobby ist schon wieder auf der 1. Nee, er ist sehr gut. Er ist wirklich sehr gut. Er hat auch eigentlich einen viel zu niedrigen Rang im Rank als das, was er eigentlich drauf hat. Ja. Ich meine, das sehen wir hier auch. Ist schon spannende Strecke, oder? Sepp hat jetzt Schwierigkeiten. Erklär nochmal für alle, die vorher nicht da waren, warum ist Sepp auf Pitschluch am Arsch? Es gibt mit außen driftenden Karts eine Strat auf Bounce, ja, auf Bounce-Areas, so wie auf den Pilzen, auf der Blume bei DK Jungle, auf den Tambourinen bei Music Park und so weiter. Bei der driftet man drauf, wir werden es auch gleich bei allen sehen, außer Sepp. Bei der ist man wesentlich schneller, weil man lässt seinen Mini-Turbo quasi los und bounce dann so nach vorne. Ja. Wesentlich schneller und das kann Inward leider. Okay, okay. Das heißt, vor allem auf dieser Map, wo es sehr, sehr viele dieser Bounces gibt, kann er sehr häufig diesen sehr kleinen häufig Vorteil diesen extra Boost nehmen. Und der Shortcut ist mit Inward. Was? Der Shortcut am Ende? Mal schwerer. Ja, aber er hat zwei Pilze, also er wird auf den Shortcut gehen. Er wird's machen, ne? Wir sehen hier, er kann hier nicht driften. So, hier nicht. Und er probiert's aber, springt und nein! Sam! Es ist mit Inward wirklich 30 Mal schwerer. Holt sich jetzt hier gute Items, vielleicht drei Pilze und einen Stern. Ist es das, was man will? Das ist das, was man will. Das ist die beste Item-Kombination in dem Game. Warum? Weil es sind zwei Items, die man schnell wegspammen kann. Ja. Man hat einen Dodge für einen Shock. Und wenn geklaut wird, werden deine Pilze geklaut, aber nicht dein Star. Deswegen sollen die auch im ersten Stock sein. Okay. Übrigens, vorhin hatte Great Brot noch eine Frage. Werden tendenziell eher die DLC-Strecken gespielt, Booster Pass, oder die, die im Standardspiel enthalten sind? Viele sind halt langjährige Spieler, wo es den Booster Pass nicht gab und haben sich halt mehr an die alten Maps gewohnt. Okay. Wenn man Ranked spielt, da hat man in gefühlt jedem Moogie Excitebike, Mario Kart Stadion, Varios Arena, also halt die Maps, die immer drankommen gefühlt. Sepp wurde getroffen, ist eine sehr gute Strecke tatsächlich für Inward. Hat beide die Hupe, die haben sich gegenseitig gehupt. Das ist quasi eine Doppelhupe wie Damen. Hübi, den hast du jetzt nicht gebracht. Nee, du bist ja so blöd. Wirft man Feuerblumen tendenziell eher nach vorne? Spielt man die aggressiv oder eher verteidigend? Kommt auf die Karte an. Wenn sie runterfallen können, wirft man sie eher nach vorne. Oh, ärgerlich. Es ist halt immer ein Risiko, wenn du nach vorne wirfst, dass sie halt auf dich zurückbouncen. Ja, das ist so das Ding. Da denken viele drüber nach. Deswegen ist auch manchmal so, wieso wirft er sein Item zurück? Was? Ja, ist halt sicherer, ist ne? Ist halt sicherer, genau. Ein Stern, okay. Das ist nochmal gut für ihn. Der aber gibt's hier große Punkte, wo man den einsetzen kann? Er kann ihn jetzt hier durch das Itemset einsetzen, um nochmal neue Items zu bekommen. Ja. Er kann vielleicht noch Pilze ziehen. Vor ihm aber auch... Oh! Ich hab Blitzkugel ready! Ich hab's vor dem Rennen gesagt, Blitzkugel ready ist natürlich... Junge! Bro. Ich habe vor dem Rennen gesagt, Blitzkugel-Willi ist natürlich ein krankes... Saga auf der 1, Ape auf der 3. Okay, wir sind auf dem Rilden Ripple Rig. Geile Strecke aber auch. Ja. Ich weiß, als der DLC für die Wii U-Version released ist, war das, glaube ich, die Strecke, die am meisten gespielt wurde. Also, echt? Es wurde viel Rilder Ripple Rig gespielt. Ja. Okay. So, Mystaxo auf der 1! Okay, Alter. Kann man die Strecke frontrun? Oh, Z-Snipe ist jetzt vor. Oh, jetzt sind drei Leute vor ihm. Ja, man kann die sehr gut frontrunnen. Der Shortcut, den es gibt mit dem Pilz am Ende, bringt nicht so viel. Fällt hier über die Bande. Oh. Styler. Ihn stoppt kein Risiko. Inshallah bleibt er auf der Strecke. Oh nein, er wird getroffen. Oh, wir sehen gleich wieder, wie alle in dem Tunnel sind. Jetzt alle wieder im LSD-Tunnel. Genau, im LSD-Tunnel sehen wir gleich alle POVs. Es ist wirklich wild. Wir haben Mystaxo auf der 5 und Saga auf der 6. Also, ich sag mal, da, wo sich auch die, wie soll ich das sagen, das Main-Leaderboard bewegt, sind auch gerade so die Platzierungen. Mystaxo auf dem dritten Platz. Wenn der das Ding nach Hause bringt, da ist er, dann macht er ziemlich gut Punkte. Sicher. Tatsächlich? Wenn jetzt der Blitz kommt. Ne, der Blitz ist jetzt natürlich... Oh, aber die Green Shell! Die Green Shell von Valnus! Mein Favorit. Ja, halt dein Maul! Ich kick dich hier gleich hoch und raus. Noch eine Red Shell! Nein! Er wird geblitzt! Boah, Xeta ist auf die 9 gerutscht. Mit der Pflanze, aber Saga auf der 2, das darf nicht wahr sein!
Der Typ macht den dritten Platz und Sager macht den zweiten. Ich kann kaum sein! Entschuldigung. Ich glaube, es sind noch zwei Rennen, ne? Elftes Rennen, ja. Elftes von 12. Zeta wurde von 2 auf die 9 oder so geschickt, hat sich dann noch auf die 6 vorgekämpft. Ted Snipe runnt wieder auf der 1. Aber Miss Taxo ist auf der 11. So, ich hasse diese Strecke. Ich hasse Ninji House, wie das heißt. Ninji House, genau. Ist echt extra die Vario-Strecke, glaube ich sogar. Vario? Ja. Da oben ist so eine goldene Vario-Nase mit einem Schnurrbart ist da oben. Lol. An und die Fische, die neben dem Ziel sind, haben auch einen Vario-Bart. Oh Gott. Das ist so eine Miststrecke. Vielleicht sehen wir das jetzt irgendwo. Genau, da oben ist der Bart und die Nase. So, beide unsere Favoriten sind raus. Ja. Da machst du ja nichts. Oh boy. Kommt der hängt, hält, hält, aber lange. Ja, cool. Nochmal der Stern hinterher. Das ist der 9. für Walnuss. So. Da sind die Ergebnisse. Wir haben Xeter und Sepp mit 111 Punkten Gleichstand auf der 1. Haupi auf dem 3. Platz. Zeta im 4. Ja, und Saga und Ape. Und damit 9 Punkte. 90 auch. Mit 11 Punkten, mit 11 Punkten Abstand auf den 7. Mystaxo auf dem 8. aber sehr ja, stark. Ja. Mystaxo war mein lowest seed. Und er hat einfach gezeigt, nee, der gehört da nicht hin. Der gehört da nicht hin. Sehr stark gemacht. Sehr schick. Sehr schick. Damit haben wir die ersten 6 Teilnehmer für das Finale. Aber wir haben natürlich noch eine zweite Gruppe. Und die sieht wie folgt aus. Ich muss mich mal ganz kurz orientieren. Wir haben Olli auf der 10. Crying, den Gewinner von letztem Mal. Ja, haupt auf der 6. Im Offroad rum. Ja, es ist ein bisschen am Arsch. Dave führt gerade an, dein genau, Dave. Gute Laune-Typ überträgt mit 4 FPS. Wo ist der? Der ist hier oben. Da oben, okay. Das ist, bei Gute Laune-Typ läuft es noch nicht so. Was kann man über das Stadion wissen? Gibt's da es wichtige gibt Momente? Es gibt diesen großen Shortcut hier. Der ist sehr wichtig. Man kann den auch ohne Pilz nehmen, wenn man da so links an der Wand fährt, so ein bisschen. Ja. Ist aber trotzdem wesentlich langsamer und auch nicht so konsistent, weil man da öfter auch mal im Offroad einfach also irgendwie eine Schräge ist, wenn man runterrutscht. Die 6 gönnen wir uns. Da wird hier das Turbo fällt direkt in das Double-Item gechained. Sehr weit nach außen. 4 Pilze, oh, aber die Pflanze! Zünde! Oh nein! Oh, zwei Kugel-Release da nochmal am Ende überholt werden. Kriegt ihr aber noch Goff? Aber Goff kriegt sie. Achter. GG. Wir sind auf dem Cooper Cup. Schöne Strecke. Sehr schöne Strecke. Da sehe ich nach dem ersten Trick, machen Leute ganz gerne Schlauchsteuerung an, weil alles in der Luft ein bisschen laggy ist. Ja. Leute in der Luft so komplett Zeit bumpen können, dass man da links runterfliegt. Mal schauen, ob es irgendjemand macht. Mal schauen, ob irgendwer gleich in den Pause-Screen geht nach dem. So, oh, aber Tommy macht einen Abflug. Tommy hat einen Abflug gemacht. Okay. Ein Gute-Laune-Typ ändert sich jetzt dann bald. Hat mehr Frames. Gute-Laune-Typ hat ein paar Frames gefunden. Ne? Crime auf der 1. Wollen wir mal zu Crime. Dem Gewinner des letzten Males. Dem Gewinner beim letzten Mal. Diesmal nicht mit Essen gewesen. Das wird bestimmt das Unglück. Das wird. Aber ich meine, das ist auch das Foto in einem Restaurant aufgenommen, was auch echt nicht so gut geschmeckt hat. Hier nimmt er jetzt wahrscheinlich den Shortcut. Ja, aber. Er wird weggebannt vom Item. Wer ist das? Das ist Crime weiterhin. Hat er einen Protection oder eine Münze gepullt? Er hat die Banane gepullt, das heißt, Olli muss sich fernhalten. Ja. Ich weiß nicht, ob es klug wäre, hier nochmal auf Item zu gehen. Macht er? Macht er? Kriegt sogar beide? Ja, ist die Blue! Das muss er aufpassen, dass er nicht getroffen wird. Düst aber Crime vorbei. Crime hat sich selbst gesniped, um die Blue zu canceln. Wird hier eins. Olli. Alter, GG! Was wurde Crime? Dritter oder so? Wir müssen mal gucken, wie hoch der Schaden war. Dritter, Michel auf der 2. Crime hat gerade den 200 IQ-Play rausgehauen. Er hat sich selber auf den Boost-Panels genannert, sodass die Blue ihn hittet, nicht connected quasi, und er direkt durch die Boost-Panels wieder auf Top-Speed kommt. Das war... Crime ist der größte Fünfkopf. Alter, was tut er denn da? Den dritten, aber wer fährt denn da auf der 1 weg? Das ist Olli. Oha. Oh, da kommt die Blue-Shell. Shock Dots auch noch! Und die Blue Shell kommt für Olli. Das muss es doch sein, oder? Das und die Red Shell auch noch, weil Olli wird kein Item haben. Er wirft sie aber nicht, weil es kam da zum Beispiel schon eine rote als Warnung. Er nutzt sie als Schutz. Oh nein, zwei rote und einfach! Alex Crime und Crime mit den Items. Gute Laune, Typ. Und Olli überholt ihn sogar nach 4. Platz. Oha. Brutal. Boah. So, okay, wir sind auf einer der ganz neuesten Strecken. Die ist aus MK7, die Rania-Franzenbuch. Nee, die ist aus Tour. Ah, ganz Tour? Die ist aus Tour, ja. Ich glaube, ich kenne Real Talk. Ich glaube, ich kenne die. Lass mal vielleicht bei Tommy schauen, ob der jetzt eine coole Abkürzung. Ja. Landet er da? Ja, ja. Und jetzt gibt er hier den ganzen Felsen. Ja. Und ist auf der 1 mit Pilz. Alter, was war das denn? Watson W in den Chat, Freunde, für diesen Big W-Move. Junge. Holy shit, ey. Hat ihn sehr schön genommen.
Okay, Pikachu fährt einfach ins Offroad. Ach, wahrscheinlich, weil die Blue kommt. Aber genau, Blue lässt kommt jetzt hier. Jetzt perfekt hier, perfekt gedrückt. Routine, Routine. Aber kann man auch ab und zu noch failen, oder? Auch ja, als Profi? Ah, ja, auch als Profi passiert es manchmal, vor allem, wenn es bei so Rampen ist oder auf Boost-Panels selber. Jetzt kam der Blitz, ich glaube, es ist einer hinten mit einem Kugelwilli ausgewichen und natürlich der Blitz-User selber. Olli auf die 20. Wurde Alex gerade gehopst vom Ziel? Alex auf der 7 und Izzy auf der 10. Wie ist das denn passiert? Bruder, was ist das für eine scheiß Strecke zum Zuschauen? Also, du bist jetzt nicht der Zuschauer von die Strecke, ne? Ich vermute mal, Pika, Prof und Alpha sind die Top 2. Ich vermute, Olli ist... Wir versuchen das einfach zu frontrun. Genau. Alpha ist nicht so ein Bagger. Dem ist das nicht. Alpha ist mir immer sympathischer. Immer stehen bleiben! Okay, einer hat schon den Kugelwilli. Es ist natürlich auch so, es können nur 3 Kugelwillis im Spiel sein. Das heißt, wenn 3 da sind, kann kein anderer mehr einziehen. Allerdings steigt dann die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blitz gezogen wird. Genau, wir werden hier gleich sehen, wie sie die... Oh! In den Abgrund! Die wurden alle bestraft, die Kugelwillis. Ja, die wurden recht. Alle davor. Ist das hier drin? Ja, genau. Okay. Oh, Schock-Dodge! Okay, schaut auf den Kugelwilli unten rechts. Ole ist auch geschockt, Dodge. Er ist weiter vorne im Kugelwilli. Guck, wie lange er fliegt. Er fliegt. Ich glaube, Ole gewinnt das. Ah, oh, aber ärgerlich rausgelassen. Schlechter Drop. So, aber Ole. Sie kriegt noch ein Item auf den 10. Ne? Und kriegt als letztes Item den Stern. Das kann ihr nochmal was helfen. Aber überholt. 9. Platz für sie. 9. Alpha für auf sie. Der 1. Alpha. So. Oh, die Bombe war ja kriminell. Wir haben Mario Kart 8 Stadion als Rennen Nummer 7. Tommy wurde nach hinten geschickt. Oh, easy! Nein, Michel war das. Michel mit dem Michel Religion. Michel hat so eben Goff beendet. Er hat 0 Münzen, ist auf 12 hohe Items. Bruder, er ist einfach in Rock Bottom angekommen. Junge, er ist wirklich in Rock Bottom. Besser stehen und ja, er hüpft da hoch. Sehr schön. Bibi hat Probleme mit seinen Eiern, deswegen wird es ein bisschen dauern. David sucht seine schon seit 24 Jahren. Dave überträgt nicht in der besten Qualität. Ich glaube, du brauchst einfach eine Brille. Warte ich hier auf die Büsche? Wird er wieder eins? Dave, wirst du wieder eins? Oh, er fällt in die Explosion rein. Das ist Amateur. Ich mach mal kurz den Sound von 12 Gameplays an. Achtung. Blauer Panzer ist im Spiel von Ole, kommt jetzt raus. Aber Tommy ist schon durch. Crime wurde ziemlich gebumst von dem Schock. Tommy hat die 1 geholt. Alpha, 8. Ich glaube, das könnte ein sehr, sehr starkes Rennen für Tommy gewesen sein. Aber Nanyu jetzt auf der 6. So. Wir müssen jetzt auf die Spots schauen, die wirklich gerade im heißen Kampf sind. Ja, also das heißt, wir ignorieren Crime, wir ignorieren Olli. Weiter. Und dann, müssen wir leider Izzy und Goff auch ein bisschen mal außen vor lassen. Mhm. Alle anderen sind eigentlich noch wichtig. Genau, alle anderen sind wichtig. Ah, Nanyu auch hinten. Alpha. Dave auch hinten. 2. Oh! Bruder. Das ist kriminell. Ich glaube, Nanyu und Alpha sind jetzt keine Freunde mehr. Das ist kriminell. So, diese Strecke ist gut für Haupi und Inward und beide sind nicht in der Luft. So, was gibt es auf der Strecke irgendwas Besonderes? Also mal abgesehen von den Autos, weil ich meine, du fährst einfach in der 8 geradeaus. Nicht wirklich, nee. Also es gibt verschiedene Patterns so, das ist eigentlich nur beim Speedrun so ein bisschen beeinflusst. Wie das, die Autos wie die fahren. Autos fahren genau. Man kann vorne wegfahren, kann der Schock kommen, es gibt keine Abkürzung. An der Wand ist eigentlich auch useless, außer man braucht unbedingt Münzen. Ja. Manu wird hier nicht Back leicht Green. Gemacht. Es, wenn man 10 Coins hat und getroffen wird, hat man zum Glück immer noch 7. Das heißt, Alter, wenn man 10 Coins hat und getroffen wird, hat man noch 7. Also Nino, ich glaube wirklich langsam, du hast einen Doktor gemacht. Ja. Das ist wirklich, das ist krass. Jetzt bin ich gespannt. Und wir haben Alpha auf der 1, der sich ganz knapp um einen Punkt nicht... Ah! Scheißen! Alpha! Meine Laune. Mist. Das war close. So, wir haben unsere Finalisten. GG's an jeden, der mitgespielt hat auf jeden Fall. Auch an Izzy und Goff.